Ja, Mahlzeit Leute, willkommen zum zweiten Content Piece der Woche. Heute läuft das ein bisschen anders, der Schreibtisch muss raus. Kann man einmal zeigen, hier ist alles eine relativ verräudete Garage noch. Morgen ist Party, deswegen kommt hier alles raus. Und während ich das hier räume, erzähle ich euch was zur letzten Folge. In der letzten Folge ging es um was? Um Rapper und gesellschaftliches Engagement von Rappern. Eieieiei. Gerade in politisch bewegten Zeiten, auch bei Wir sind mehr, gab es ja die Frage, wie viel setzen sich Prominente eigentlich ein und nutzen ihre Stimme für eine gute Sache und nicht nur für Promo und kommerzielle Sachen. Und da gibt es die altbekannte Frage, engagiere ich mich öffentlich oder bin ich auch mal Privatmann und muss nicht alles an die große Glocke hängen? Und dazu mal Kontra K. Ja, du hast irgendwo eine Verantwortung. Also jeder muss jeder für sich selber wissen. Weißt du, ich bin da eher so anders. Ich mag das nicht, weil ich finde, wenn du so eine Sache, die eigentlich total, die hat was Reines noch, und gibt es nicht mehr viele Sachen auf der Welt, die so rein sind. Sobald du das nach draußen packst, sind zu viele Augen und zu viele Meinungen darüber. So, dann ist das nicht mehr diese schöne, gute Geste, die, wie zum Beispiel, du hilfst einer alten Frau über die Straße, weißt du, da postest du dann auch kein Foto davon. Ja, weil ich habe gerade mit Kontra K geredet, vorher. Und da kamen wir auf diese alte Diskussion zu sprechen, ja, ich mache schon was, aber ich rede da nicht drüber, weil ich will das nicht so für Publicity machen und ich will das nicht so ausschlachten und so. Und die sollen nicht denken, ja, das ist nur, weil die Leute denken sollen, das ist ein guter Mensch. Ich finde das auch besser, so eine Einstellung. Wenn man Gutes tut, gell, soll man Gutes tun und das auch vergessen. Weißt du, ich tue nicht Gutes in Form einer Investition, um irgendetwas davon zu haben in Zukunft, weißt du? Also ich sehe das ein bisschen anders. Das ist doch eine Investition, wenn man was Gutes tut, nämlich eine Investition in gesellschaftliches Zusammenleben und für andere, nicht für einen selbst, aber für andere investiert man doch. Alter, der passt da nicht durch. Weißt du, machst du YouTube, haben sie gesagt. Ist eine coole Sache, haben sie gesagt. Kannst du viel, viel Geld verdienen mit, haben sie gesagt. Ja, und jetzt ziehst du Schubladen aus dem Tisch. Wo war ich denn jetzt? Sehr viele Leute machen ja schon was, die haben aber einen sehr kleinen Wirkungskreis. Und Chele und Abdi, die haben, keine Ahnung, 200.000 Fans auf Facebook, YouTube, Instagram, was weiß ich denn wo. Und viele andere Rapper haben noch viel mehr, Millionen von Followern. Und die könnten richtig viele Leute mobilisieren. Deswegen wäre das ja, wenn ihr darüber spricht, so gleichzeitig auch eine Inspiration für viele, viele andere. Es ist mir viel lieber, wenn andere drüber reden als ich. Wenn es, weil es nicht unser Fach ist, sagen wir mal. Wenn es jemand mitkriegt, dass ich gemacht habe und jemand darüber berichtet, ist okay, muss nicht sein. Aber ich würde jetzt schon selbst sagen, hier, ich spende so und so viel. Weil es ist schon gut, dass zum Beispiel die Leute sehen, Angelina Jolie, es gibt Angelina Jolie-Fans und die setzen sich ein. Und dann sagen, hey, guck mal, ich will auch so sein wie sie. Natürlich, das ist eine gute Sache, aber Angelina Jolie hat auch eine krasse Reichweite. Chino und Abdi, ihr seid Angelina Jolie, nur nicht ganz so groß. Aber 226.000 ist eine ganze Menge Follower. Mein Aufkreis, Tür auf! Oh. Alter. Ich bin eingesperrt in meiner Festanstellung, scheiße. Nee. Andere Leute benutzen ja die Popularität. Sammy Deluxe, Deluxe Kids und so. Jugendarbeit, Palästina, Motrip. Kollege war in Palästina, zack, wird dafür erstmal komplett weggehatet. Da kann man schon eine ganze Menge reißen, gerade wenn Politik und Medien halt irgendwie nicht mehr so vertrauenserweckend sind. Sind, glaube ich, gerade populäre Leute, YouTuber, sich gar nicht darüber bewusst, was sie eigentlich alles mit ihrer Reichweite anfangen könnten. Und das fuckt mich ab. Und Khatar zum Beispiel, Voice of the Voiceless 2016 in Berlin, war ja auch so, dass es von dem mit initiiert wurde, wo sie für Kurdistan gesammelt haben. Ich engagiere mich, weißt du? man muss sich ja nicht immer öffentlich für Sachen engagieren. Und das habe ich auch schon vor dem Syrien-Konflikt getan, von der Familie aus. Also ich habe mit den Filmen, die andere Rapper haben, nicht viel zu tun. Ich verstehe, also ich habe auch keinen Plan, warum die nichts machen oder warum die sich dann nur um ihre, keine Ahnung, kommerziellen Songs kümmern, die dann nichts damit zu tun haben oder warum die nicht sich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, Khatar, das Ding ist, so, der macht natürlich auch sein Ding. Chartet jetzt auf 1 mit AON2, geiles Album, muss man natürlich sagen. Aber der hat ja auch eine Stiftung gegründet damals, ne? Kurz nach Voice of the Voiceless, 2016. Und das fand ich echt mega geil, dass der sagt, ey, ich gründe jetzt eine Stiftung und nutze meinen Namen für so eine Sachen. Aber das Problem ist, auf Instagram war das erste und einzige Posting am 12. oder weiß ich nicht, irgendwann im Dezember 2017.
Auf der Homepage gibt es keine Telefonnummer, keine Projekte, nichts passiert. Was ist das? Also da dachte ich, geil, jetzt passiert da mal was. Rata ist auch ein Zugpferd, der kann andere Rapper dazu inspirieren, auch noch ein bisschen sich einzusetzen. Ja, Pustekuchen. Was ist da los? Und einer von den drei Leuten im Team ist ein Steuerberater. So, kleines Päuschen. Drei Sachen haben wir noch offen. Erstmal geht's bald weiter. Folge 5, Vorschau. Puff. Pass auf, Mann! Wie lange willst du noch in deiner Vergangenheit leben? Das ist meine Geschichte. Bullshit. Deine Geschichte schreibst du erst noch. Aber ich kann nicht mehr. Benutz den Schmerz in dir. Ich kann nicht mehr. Du bist jämmerlich. Warum tötest du mich nicht einfach? Oh, und dann ist mir gerade beim Aufräumen das T-Shirt nochmal in die Hände gefallen. Ey, sorry Leute, ich bin echt nicht dazu gekommen, das jetzt irgendwie loszuschicken. Mai morgen. So, sag den Leuten mal, die sollen einfach auf deinem Channel vorbeischauen. Hier und hier, dann wissen sie, was so abgeht. Bitte schaut auf meinem Channel vorbei, hier und hier, dann wisst ihr genau, was immer abgeht. Wo nochmal? Hier und hier. Das ist auch so geil. Hubi zeigt's da und Hubi zeigt...